Frank-Walter Steinmeier hat einen Plan für Deutschland. Damit sollen unter anderem 4 Millionen Arbeitsplätze entstehen. Ja, die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Seit über einem Jahr steckt Deutschland in einer schweren Wirtschaftskrise. Die Arbeitslosigkeit nimmt deutlich zu. Zuerst wollte die mitregierende SPD samt Vizekanzler Steinmeier das nicht wahrhaben. Abwarten, abwiegeln und planlos herumdoktern, lautete ihr Credo. Die Linke legte dagegen ein Antikrisenprogramm vor. Und viele dieser Vorschläge stehen jetzt in Steinmeiers 10-Jahres-Plan. Nun verspricht die SPD also 4 Millionen Arbeitsplätze. Und von allen Seiten hagelt es Kritik. Denn Steinmeier sagt nicht, wie und woher die neue Arbeit kommen soll und vor allem, wie diese finanziert werden kann. Sein Plan ist deshalb unglaubwürdig und unrealistisch. Nur ein öffentlich geförderter Beschäftigungssektor könnte bei Bildung, bei Kultur, bei Sport und Sozialarbeit 1 Million Arbeitsplätze zu menschenwürdigen Löhnen schaffen. Und das ist auch finanzierbar durch ein sozial gerechtes Steuersystem. Zum Beispiel durch die Anhebung des Spitzensteuersatzes, die Wiedereinführung der Vermögensteuer oder eine gerechte Erbschaftssteuer. Unsere Pläne jedenfalls sind realistisch und glaubwürdig.